Oliver, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Englerland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Fornberg, in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Und damit ganz schnell herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen. Das hätte ich vorher wissen müssen, dass man die anderen nicht mehr hört, wenn man automatisch reist, weil man dann zu schnell ist. Ja, dann würde ich sagen, kürzen wir das Ganze doch ab, wenn ich dran denke, und dann cutte ich den folgenden Teil eben raus. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten, unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrids Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide! Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie gut, dass wir Seowulf haben. Wer soll uns aufhalten? Ja, das wäre jetzt eher meine Frage. Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordwege! Dänen! Für mich seid ihr alle Hunde! Allesamt gottlose Hunde! Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver! Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet, wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt! Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an! Damit ist jetzt Schluss! Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte! Wenn du meine Krone willst, Uba Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen! Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Tommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Eivor, sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Beweg deinen Arsch. Okay. Wo ist denn der Hauptmann? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich folge mal besser der Straße, glaube ich. Das Problem ist so, die metzelt ja auch so immer, also beziehungsweise sie drückt ja auch so immer alle weg. Ah, stopp. Och, ich kann das besser, wenn ich zu Fuß laufe, weil der ist so schnell in den Kurven. Hi. Wer bist du? Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen.
Burgrit wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Klar. Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Gilbert. Stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Tja. Ja, dann brechen wir mal durch das Tor durch. Schlachtet die Soldaten ab, aber der König gehört mir. Kann ich hier irgendwas machen? Mit mir! Für Odin! Na los! Hallo? Musst du noch mal weiter ausholen? Ach so, okay. Wir kommen durch! Ihr werdet alle fallen! Achtung! Gleich geschafft! Pfeilbeschuss! Das, glaube ich, tat weh. Der Weg ist versperrt. Wir müssen ihn freiräumen. Das hier, das ist unsere Bestimmung. Freiräumen, Jungs, los. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Geh mal weg da. Ey, Arschloch. Los, kommt! Ihr merkt schon, dass ihr gerade über euren eigenen Mann drüber rollt. Ein paar coole Moves drauf hier, der eine. Unser Verbündeter. Kommt, Jungs. Ja!
Eieiei. Also ich fände es ja besser, wenn man wenigstens sehen könnte, wie viel Prozent man noch übrig hat. Ihr werdet alle fallen! Sonst schlachten sie uns einen nach dem anderen ab. Sächsisches Blut drängt diese Lande. Und wir Nordwinder sind es, die Siegste. Wo müssen wir denn hin? Da oben hoch, ne? Kommt, Jungs. Wir haben noch was vor. Ich kann auch nicht mehr reden hier. Komm mit. Schwächling. Da sind beide Ziele drin. Okay, sie sind nicht drin, sie sind hier draußen. Jetzt her. Kommt von der Seite. Kann mir mal jemand helfen hier? Hättest wegrennen sollen, Häschen. Gott, das Blut ist. Gleich fließt Blut. Da hast du recht. Es ist vorbei, Burgred. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Wo ist jetzt die andere Leiche? Nein, ich will den plündern. Da ist er. Ah, können wir die aufbrechen? Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Ja, ich hoffe, dass das auch wirklich so ist. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Der war nicht hier. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Okay. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Meine ich doch, irgendwo musst du noch was zum Plündern haben hier. Was mich dann wieder daran erinnert, dass ich gar nicht geguckt habe, ob ich noch was ausbauen kann. So. Nein, nein! Och, Leute. Ich will keinen Zwischensequenz. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück?
Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Okay. Wir haben Tamevjord. Bogret ist auf der Flucht. Du bist eigentlich schon König. Das macht keinen Unterschied. Solange Bogret frei ist, werden sie ihn König nennen. Er muss seine Krone an mich abtreten. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und eine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Ivar ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halte ihn von Ivar fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Da hat sie recht. Und damit haben wir auch die Söhne Ragnars abgeschlossen. Und 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Jetzt darf ich vielleicht endlich mal in die Ecke und mal schauen, was hier alles so ist. Dass wir noch plündern können. Das wollte ich ja eigentlich eben machen, aber man hat mich ja mal wieder nicht gelassen. So. Viel ist das ja nicht, was die immer da haben. Sollen wir noch mal mit dir sprechen? Moment, darum. Oder sagst du uns jetzt das Gleiche, mehr oder weniger? Die dänische Händlerin Tona könnte wissen, wo sich Bogret verkriecht. Ja, soweit waren wir ehrlich gesagt auch schon. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Ist das weit entfernt? Ist ein bisschen entfernt, ist kein Problem. Also dann würde ich sagen, irgendwo hier geradeaus kann man nämlich hier synchronisieren. Ich schätze mal auf diesen Ding hier. Das sieht gut aus. Da unten ist aber auch noch was, oder? Perfekt. Na komm, geh hoch. Ah, Abtei. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt ein Kloster, oder? Warum ist das jetzt hier so am Leuchten? Das war vorher nicht so am Leuchten. Die Abtei. Empfohlene Stärke 250 überall. Dürfen wir alles wieder nicht machen. Das ist doch unfair. Wir sind aber auch nicht da. Wir sind hier. Ist mir gerade aufgefallen. Okay, aber die Abtei zeigte mir so nicht an. Reichtum? Nee, nicht wirklich. Aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich ein Kloster ist. Okay, wir... Da hinten ist übrigens auch ein Kloster, sehe ich gerade. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Das dürfte das hier sein.
Und was wollte ich gerade hier? Ich wollte zu den Fertigkeiten gehen, genau. 2 Punkte haben wir nämlich bekommen. Die große Frage ist nur Fernkampfschaden. Naja, ist das alles schön und gut? Weg des Raben. Nehmen wir jetzt erst das Adrenalinfeld und arbeiten uns unten weiter vor. Gesundheit könnten wir noch ein bisschen erhöhen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Weg des Bären. Verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zum Bären passen, einen Bonus. Die große Frage ist jetzt der Weg des Berserkers. Hat uns ja diese Rüstung gegeben. Ist das die Rüstung des Bären? Steht nur Berserker-Rüstung. Rabenjäger. Also ich versuche mich da mal ein bisschen schlau zu machen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das auf die Berserker-Rüstung zutrifft. Ich werde mir erstmal einen Punkt in Gesundheit noch reinmachen. Oh, was ist das denn Schönes hier oben? Handwechsel. Wenn du mit 2 Waffen kämpfst und sie von der einen zur anderen Seite... Okay. Nahkampfschaden. Weg des Bären. Ich mache jetzt erstmal einfach hier einen Punkt rein. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Ich hätte vielleicht vorher nochmal gucken sollen, ob sich da jetzt irgendetwas ändert. Was mich übrigens wieder darauf bringt, dass wir ja noch die Runen haben. Und ich die falsche Taste gedrückt habe. Das ist aber auch manchmal wirklich blöd. Okay, kleine Rune der Falke. Also Crit-Chance, leichter Schaden, Angriff, leichter Schaden. Dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen, da das ja der Bogen ist, wir nehmen einfach mal hier ein bisschen Crit-Chance drauf. So. Dann... Mondlicht, 61,60. 61,66, naja gut. Tempo 48, die andere ist auf jeden Fall träger. Also ich würde nur ungern das Set ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn natürlich mal irgendwas dabei sein sollte, was es besser macht, dann, ja. Ist das natürlich scheiße. Dann gucken wir hier nochmal eben bei den Runen. Schleichangriffsschaden. Ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, plus 14 Gesundheit. Also 14,9. Bringen wir das doch mal an. Das ist doch wunderbar. Ist nur nicht so wunderbar, dass der die jetzt ausgezogen hat. Wieso hat der die jetzt ausgezogen? Das sollte eigentlich nur da rausgehen, sie nicht ausziehen. Überlegen, Helm. 26,19. Ach, die habe ich jetzt bei der Kapuze reingemacht? Hä? Den habe ich aber ausgerüstet. Oder nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ach so, ich habe den gar nicht ausgerüstet gehabt. Oh. Oh. Okay. Ja. Den Runenplatz, den können wir natürlich auch noch mal eben machen. Schleichangriff, Feuereffektivität, Widerstand, Fernkampfschaden. Ja. Da ich so oft ins Feuer reinlaufe, würde ich mal sagen, muss ich das definitiv machen. So, dann... Den, die können wir uns alle noch verbessern, sehe ich jetzt gerade. Da haben wir aber schon eine Rune drauf. Ich schau mal eben nach. Können wir die Brust verbessern? Weil die wird wahrscheinlich das Größte sein, genau. Okay. Wunderbar. Dann die Hose. Da ist auch eine Rune drin. Die verbessern wir dann auch direkt mal.
Nein, dafür haben wir nicht mehr genug Materialien. Okay. Das können wir aber noch verbessern. Das nicht mehr. Das können wir auch nicht mehr verbessern. Das können wir noch verbessern. Wir brauchen auf jeden Fall wieder neues Leder. Das können wir auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Okay. Ja, ich hoffe, dadurch sind wir jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Ich weiß jetzt gar nicht. Es gab irgendwo eine Übersicht, wo man sich das, glaube ich, anzeigen konnte. Details, Werte. Genau, hier war das. Wie viel man insgesamt so an Werten hat. Feuerschadenwiderstand 50 ist wahrscheinlich so das, was man normalerweise grundsätzlich hat. Nebenwaffe. Ob die sich jetzt groß verbessert haben, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mal aufgewertet. Und ein bisschen was ist ja doch stärker geworden. Ob man das jetzt so extrem merkt beim Kämpfen, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Ich werde in der nächsten Folge, glaube ich, mal einen Ausflug zu dem Kloster hier vorne machen. Und werde mal gucken, dass ich meine Leute dahin mitnehme. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.